Hallo Freunde, ich grüße euch. Regionalliga-Zeit. Jawohl, Mannschaftskampf, ja? Der erste Mannschaftskampf seit 2 Jahren. Mal schauen, was die Praxis so hergibt, ja? Und ich kann euch sagen, du, oi, da ist aber einiges schiefgelaufen. Ich will aber nicht zu viel spoilern. Wir haben gespielt gegen Gütersloh 1, die waren klarer Favorit und die haben auch 5,5 zu 2,5 gewonnen, ja? Also wir haben verloren. Ich habe gespielt am ersten Brett gegen Dominik Plassmann mit 2170 DBZ. Und es kam E4 aufs Brett. Ich hatte Schwarz und ich hatte mir gedacht, was spielst du heute mal? Ja, D6 oder E5 oder. Dann kam ich irgendwann auf die Idee, komm, machst du heute mal wieder Französisch. Hast schon lange nicht mehr gemacht. Und nach D4, D5 kam mit E5 die Vorstoßvariante. Und ja, gegen diese Vorstoßvariante, ja, spiele ich ja nicht dieses standardmäßige C5. Und da probiere ich schon mal ganz gerne den Zug B7, B6 aus. Da habe ich auch schon mal das ein oder andere Video zugemacht. Alles gut. Mein Gegner spielt Springer F3, alles gut. Dame D7 gehört auch noch zum Plan. Wer genauere Details wissen will, kann natürlich gerne die anderen Videos angucken. Da habe ich es nochmal die Feinheiten genauer erklärt. So, aber jetzt weiß, spielt Läufer D3 und hat jetzt diesen Läufer bewegt. Und jetzt, ja, jetzt sollte ich ja zumindest Läufer A6 spielen, ja? Das ist ja immer eine der Hauptideen von diesem B6-Zug, damit der Läufer getauscht ist. Und dann ist man zumindest diesem potenziell gefährdeten französischen Läufer quasi los. So, jetzt habe ich mir aber gedacht, ah, ich könnte ja mal ein neues System ausprobieren. Ist natürlich immer ein super Zeitpunkt, so improvisieren im Mannschaftskampf, ganz neue Systeme zu spielen. Aber manchmal, ja, da überkommt es mich. Und ich habe mir gedacht, ich könnte das Petrosjan-System spielen. Was ist das Petrosjan-System? Das ist grundsätzlich der Aufbau mit Springer C6 ohne C5. Ja, Läufer B, ups, C6, Läufer B7 und lange Rochade. Und dann mit F7, F6 im Zentrum anknabbern. So, gesagt, getan, habe ich auch ausgeführt, kommen wir sofort zu. Aber, und ja, das ist vielleicht die fehlende Praxis, ja. Ich kann euch sagen, das, was ich hier gespielt habe, das gibt es gar nicht. Ich habe einen Blödsinn gespielt vor dem Herrn. Also ich muss hier tatsächlich Läufer A6 spielen. Denn das Original Petrosjan-System, von dem ich gerade geredet habe, ja, das geht nämlich ganz anders. Das geht gar nicht mit der Vorstoßvariante, sondern das geht nach Springer C3, Läufer B4, Vinava-Variante und nach E5, dann B6 und nach A3 wieder zurück. Alles okay. Mit der Idee, Dame D7, ja, und dann entsprechend kann ich das Petrosjan-System spielen. Was ist der Unterschied? Jetzt steht der Springer hier auf C3 und Weiß kommt nicht zu C2, C3. Und dadurch kommt die Dame hier auch entsprechend gleich nicht so richtig schnell in den Angriff ran, wenn wir alles gleich die Unterschiede sehen. Und das wäre das gewesen, was ich spielen wollte. Aber ich in meinem verwirrten Kopf habe jetzt hier mit Dame D7 und jetzt Springer. Na, den konnte ich noch machen. Der war noch ein neutraler, allgemeiner Zug. Okay, der gehört da eh hin. Aber spätestens jetzt habe ich mich dann dazu entschlossen, dieses Petrosjan-System, das es gar nicht gibt, zu spielen. Ja, mit der Idee lange Rochade und F7, F6. Ja, die nächsten Züge von Weiß mit C3 und Turm E1 sind völlig normale Standardzüge. Ja? Ich mache die lange Rochade und mein Gegner spielt A4 und möchte hier direkt Linien öffnen. Ja? Den Turm und dann vielleicht mal hier mit Läufer, Dame, vielleicht noch den nächsten Bauern. Sieht natürlich super, super gefährlich aus. Ja? Und wenn ich das gewusst hätte, was hier los war, hätte ich es natürlich auch nicht gemacht. Aber ich kann euch mal eben ganz kurz die Engine-Bewertung zeigen. Blenden Sie mal eben hier oben ein. Ja, und ihr seht, plus 3 schon für Weiß. Ich denke, wieso zeigt die Engine plus 3 an, wenn der Weltmeister sich so ein System ausdenkt? Ja, aber wie gesagt, war es ja gar nicht. Und deswegen, die Öffnung ist schon mal mächtig schiefgelaufen, Freunde. Ja? Das ist schon mal nicht gut. Okay, schauen wir uns die Partie weiter an. Jetzt gilt es irgendwie zu kämpfen. Und ja, ich dachte mir, ich mache Springer G6 mit der Idee F6. Ich war ja noch in meinem Plan quasi drin. Mein Gegner spielt A5. Jetzt könnte ich natürlich diesen Bauern nehmen, ja?
Ist vielleicht natürlich auch möglich, aber grundsätzlich jetzt kein Problem für Weiß, weil dann die A-Linie aufgeht. Ja, und dann mit B4 weitere Tempi gewinnen und wie auch immer. So eine gewisse Eigeninitiative entwickelt sich dann natürlich da. Ich dachte mir, ja, nee, Bauern brauche ich nicht. Ich möchte natürlich hier keine Zeit verlieren und muss jetzt auch mal hier im Zentrum. Ja. Ihr seht, mein Springer G6, mein Springer C6, der Bauer F6 drücken alle auf den E5. Das war der Grundplan. Und in den Partien, die ich mit dem anderen System, aber die ich nur im Kopf hatte und die ich nachgespielt hatte, die gingen im Grunde strukturell alle so weiter, dass Weiß hier immer genommen hatte. Und dadurch konnte Schwarz dann diesen Läufer nach G7 spielen und E5 spielen. Ja, und im Zweifelsfall mal E4 und Turm G8 und ja, so einen Gegenangriff initiieren. Hier spielte mein Gegner aber, oder A mal B, mein Gegner ließ hier auf E5 einfach stehen. Ja? Er hat das Zentrum gar nicht aufgegeben. Und ja, damit war ich dann auch aus der Theorie raus sozusagen. Mein Gegner schlug hier auf B6. Das ist vielleicht minimal verfrüht, weil man hat immer noch die Option, jederzeit hier schlagen zu können. Aber vor allem, zum Beispiel aus einem Zug wie B4, nur als allgemein, muss ich aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, irgendwie Läufer E7 oder sowas spiele, dann hätte Weiß noch die Zusatzoption neben dem Rausschlagen, hier auch noch vorwärts zu spielen, A6. Ja, und meinen Läufer hier so ein bisschen einzubunkern. Das ist, glaube ich, nicht so zwingend schön. Irgendwann werde ich wahrscheinlich mit C6 öffnen müssen, damit der Läufer wenigstens so ein bisschen wieder rauskommt. Aber das öffnet natürlich auch wieder meinen König. Ja, es ist auf jeden Fall ein Vorteil für Weiß. Keine Frage, wie groß das auch ist und langfristig. Ja, kommen andere Stellungsbilder raus, ne? Keine Frage. Okay. In der Partie tauschte er mit A mal B. Und jetzt schlagen wir ja im Regelfall immer so automatisch zum Zentrum zurück. Aber hier ist, glaube ich, der Zug C mal B mehr oder weniger, naja, erzwungen ist übertrieben, aber deutlich besser, denn dadurch öffne ich mir die siebte Reihe, kann also mit mehr einer Dame, im Zweifelsfall auch mal mit dem Turm, die siebte Reihe und damit den Punkt A7 decken, werden wir gleich in der Partie sehen, wird auch noch wichtig sein. Vor allem habe ich dann aber auch im Zweifelsfalle mal vielleicht die C-Linie irgendwie als Gegenspiel, ja, mit Springer A5, Springer C4, Turm C8 Geschichten, dass ich so ein bisschen Aktivität bekomme. Okay, ja, und jetzt muss dann mein Gegner sich quasi entscheiden, wie möchte er das machen? Möchte er jetzt hier in irgendeiner Form tauschen oder hier irgendwas schlagen oder wie auch immer machen? Er hat sich für Läufer B5 entschieden. Okay, der war auch nicht schlecht, fand ich in der Partie auch gut. Denn die Idee ist jetzt, diesen Springer zu fesseln, im nächsten mit der Dame dazu zu kommen. Ja, und dann sehen wir natürlich hier schon mächtig Druck. Die Hauptidee von Weiß ist es einfach, wenn ich jetzt mit Schwarz zu früh hier auf E5 schlüge, würde der Bauer zurückschlagen und dadurch das Feld D4 aufgehen. Das heißt, sein Springer könnte nach D4 und ja, in den Angriff eingebunden werden mit diesen Fesselungen. Ja, sehr, sehr unangenehm. Der E6 könnte mal in Gefahr sein. Und deswegen wollte ich jetzt hier allgemein nicht zu früh auf E5 nehmen, um eben dem Weißen das Feld D4 nicht zu geben. Jetzt brauchte ich aber irgendwelche ja, sinnvollen Aufbauten hier, wie ich mich hinstelle. Und dann dachte ich mir erstmal, König B8 ist grundsätzlich bestimmt gut. Ja, den A7 decken. Weil irgendwann kommt jetzt auch Dame A4, ja, und dann spätestens jetzt müsste ich den ja irgendwie decken. Ich will den ja nicht vorziehen, ja, um Himmels Willen, und dann hier noch Hebel bieten für irgendwelche Öffnungen, um Gottes Willen, ne? So, jetzt sehen wir aber, das sieht natürlich auf der A-Linie gefährlich aus, ist es aber gar nicht mal so sehr, denn der Springer deckt natürlich hier diesen Bauern. Schlägt der Läufer den Springer und entfernt damit den Verteidiger von A7, schlage ich mit dem Läufer zurück. Und dann sehen wir, die Dame deckt die siebte Reihe. Ja, ich kriege noch ein Tempo nebenbei. Aber dann droht einfach nichts. Also zumindest kein Mattangriff gegen mich. So, von daher drohte nicht wirklich was. Also dachte ich, habe ich Zeit, um mal eine Figur zu entwickeln, die Türme zu verbinden. Das macht durchaus Sinn. Immer noch mit der Prämisse, ich wollte nicht auf E5 nehmen. Nicht zu früh zumindest. Ne? Nun, mein Gegner spielte jetzt B3 und versucht damit, ja, seinen Läufer hier auch mal ins Spiel zu bringen. Ganz oft wissen wir ja, dass dieser Läufer hier, ja, aufgrund dieser Bauernstruktur, mal zumindest mal D4 und E5, die sind
relativ festgefahren, dass dieser Läufer im Endspiel schon mal schnell schlecht werden kann. Und deswegen ist die Idee mit Läufer A3, diesen Läufer zu tauschen, durchaus okay. Hm? So, ich hole mal den nächsten Turm ran. Ja, einfach mal für den Fall, dass ich irgendwann doch mal auf der F-Linie tausche, habe ich einen Turm auf der F-Linie stehen. Ich habe so Hintergedanken, dass eventuell mal so ein Qualitätsopfer auf E5, auf F3 schon möglich ist. Ja, das so, so standardmäßige, dieses Pendant zum sizilianischen Turmopfer auf C3. Hm? Damit man hier im Zweifelsfalle dann auch den E5 vielleicht noch gewinnt. Noch Zukunftsmusik, ja, aber immerhin, man verbessert schon mal seine Stellung. Läufer A3. So, jetzt könnte er hier tauschen. Ich möchte ja nicht mit dem Springer zurückschlagen, weil der Springer ja Druck machen soll hier auf E5. Ich kann mit dem Springer nicht zurückschlagen wegen der Fesselung, also muss ich quasi mit der Dame schlagen. Dann würde jetzt hier in dem Augenblick aber der C6 ungedeckt sein. Also blieb für mich jetzt erstmal nur Turm C8 über, was den Springer C6 nochmal deckt. Ja, und auch dieses B2, B3 sehen wir jetzt, dass dieser C3 vielleicht mal irgendwann eine Schwäche darstellen kann. Also mir war klar, dass ich immer noch leicht schlechter stehe, aber ich dachte mir, noch droht nichts, ja? Da kann man noch spielen und kämpfen. Weiß entwickelt die nächste Figur, Springer BD2 sieht auch alles sehr vernünftig aus, ja, die Figuren entwickeln, vielleicht mal kann der Turm hier auf die C-Linie oder ja, wie auch immer man das lustig machen möchte. Und ja, ich brauchte natürlich jetzt wieder einen Plan, ich wollte nicht zuerst tauschen. Wäre möglich gewesen, war mir auch klar. Ja, aber ich wollte einfach nicht, dass der Gegner hier quasi diese Verdopplung mehr oder weniger geschenkt bekommt. Also zumindest mit dem Tempo dabei. Ja. Das wisst ihr ja, ich schlage ungern zuerst, denn der Meister lässt schlagen, ja, auch wenn ich noch kein Meister bin. Aber ja, selber zuerst schlagen aktiviert die gegnerischen Figuren. Und das wollte ich einfach nicht. Also habe ich mir überlegt, okay, ich könnte hier Turm C7 spielen. Der gefiel mir sehr gut. Der Turm deckt zum einen die Dame, der deckt vor allem aber auch die siebte Reihe ab. Im Zweifelsfalle ist nochmal eine Überdeckung da. Ich könnte im Zweifelsfalle auch nochmal die Türme verdoppeln hier. Und das sah nach einem sehr multifunktionalen Zug aus. Und das war auch tatsächlich der Engine-Zug. Bin ich so ein bisschen stolz auf mich. Und mein Gegner spielt C4. Fand es jetzt eine Zeit, die Stellung vielleicht zu öffnen. Ja, jetzt, wo er auch fertig entwickelt ist. Und ja, ich kann euch mal ganz kurz wieder einen Überblick geben. Jetzt haben wir beide Seiten unsere Figuren entwickelt und scheinbar normale Züge gemacht. Und ihr wisst ja noch, am Anfang war plus 3 und jetzt sagt die Engine 0,4. Tja, obwohl man nur normale, natürliche Züge gemacht hat. Ja, und daran seht ihr die Engine-Bewertungen. Da muss man schon Großmeister und Supergroßmeister sein, um die immer zu verstehen. Okay, C4. Jetzt wird natürlich vielleicht mal in irgendeiner Form, vielleicht kommt C5, die C-Linie geht auf, ein Hebel gegen B6, damit mein König aufgeht. Ja, verschiedene Sachen liegen hier in der Luft. Aber ich habe mir so heimlich, still und leise gedacht, in dem Augenblick, wenn C4 kommt, mit dem hatte ich ja auch schon so ein bisschen gerechnet, dass wenn ich hier zum Beispiel auf C4 schlage, dass dann mein Läufer auf B7, der ja quasi gefährdet war, die ganze Partie über beerdigt zu sein, dass der auf einmal frei wird, ja, diese schöne Diagonale bekommt und da vielleicht mal irgendwann irgendwas machen kann. Von daher, der Mut hatte mich noch nicht verlassen. Ich habe jetzt hier auf E5 geschlagen. Und zwar aus folgendem Grunde, erstmal um im Zentrum jetzt entsprechend zu klären, ja, auf C mal D kann ich notfalls mit der Dame schlagen, um diese Diagonale offen zu lassen. Er schlägt mit dem Bauern, das war so erwartet. Und jetzt dachte ich mir, okay, ich könnte natürlich hier auf C4 schlagen. Einfach nur, um diesen Läufer zu befreien. Aber ich wollte nicht so richtig seine Figuren rauskommen lassen. Ja? Dann ist die D-Linie frei. Er bekommt hier vielleicht sogar noch ein Tempo wieder auf meine Dame. Der Springer kann mal nach D6 vor allem, ja, wenn dieser Läufer hier getauscht würde, wäre das Feld D6 natürlich super schwach, ja, und optimal für den Springer hier zum Reinkommen. Man kann ihn spielen, keine Frage. Aber dann muss man vielleicht
vielleicht auch irgendwann so konsequent sein und irgendwann sagen, komm, ich opfer hier meine Qualität, nur so für die Praxis. Ja? Ich glaube nicht, dass ich hier konkret irgendwas Konkretes habe, also irgendwas was forciertes, Mattangriff oder so, aber durch diese Bauernstruktur ist ja der König hier auf der G-Linie zum Beispiel offen. Dieser Läufer auf B7 wirkt natürlich langfristig hier. Ich könnte mit dem Springer Richtung König kommen. Ich könnte mit der Dame versuchen, näher zu kommen. Also hoffnungslos und aussichtslos ist das sicherlich nicht. Auch wenn es, ist schon an der Grenze natürlich, ne? Keine Frage. Aber das sind so Optionen, die man ja immer noch mal hat und für den Hinterkopf sich immer überhält. Ich dachte mir, ich will die C-Linie gar nicht öffnen und auch hier diesen Bauern da nicht weglassen, damit er das Feld nicht bekommt. Und habe D5, D4 gespielt. Jetzt habe ich auch diese Diagonale freigemacht und einen Freibauern, dachte ich mir. Uiuiui. Mal gucken, vielleicht nutzt er ja noch mal irgendwann irgendwas. Und als ich den gespielt hatte, mein Gegner brauchte so ein bisschen, dachte ich mir, was mache ich eigentlich, wenn er den Läufer zurückzieht und gar nicht tauscht? Also nur mal im Proforma, wenn er jetzt hier tauschen würde, ich muss wieder mit der Dame schlagen. Jetzt hängt der Springer nicht, weil die Dame entfesselt ist und er kann hier auch nicht auf C6 zwischenschlagen, um den D4 zu isolieren, weil ich hier dieses Tempo auf die Dame bekomme. Und C7 und A7 ist ja immer noch gedeckt. Das heißt, danach kann ich den Turm hier irgendwie, also den Bauern irgendwie retten. Ja, und ich dachte, und dann zack, spielt er ja tatsächlich Läufer B2. Ich denke so, uiuiuiui. Und jetzt haben wir die Situation, wir haben jetzt 19 Züge gespielt, gleich 20 Züge. Mein Gegner hatte noch 18 Minuten auf Uhr und ich noch 25. Also wir hatten noch ein bisschen, aber natürlich auch nicht mehr ewig viel Zeit. Ne? Klar. Und jetzt habe ich hier, ja, ich glaube, einige Minuten reingeguckt, also 10 Minuten etwa, weil ich hatte zwei grundsätzliche Kandidatenzüge. Diesen Bauern weiter nach vorne zu schieben, ne, Freibauern, push him, baby. Oder ich könnte auch alternativ diesen Springer hier nach F4 spielen, mit der Idee hier reinzuhüpfen auf D3, ja, mit interessanten Ideen. Wir gucken mal. Also ich habe in der Partie habe ich D3 gespielt. Wir gucken uns Springer F4 mal kurz an. Ich dachte mir, wenn der Springer hier schlüge, das wäre super, dann kommt der Springer hier rein. Ja, hat ja hier quasi Oktopus-mäßig alles im Griff. Und wenn der Turm wegzieht, ja, zum Beispiel den hier deckt, dann kann ich mit Turm F2 und dann sehen wir auf einmal, ist sein König hier auch massivst in Gefahr. Mit Läufer C5-Geschichten auf der D-Linie oder allgemein die zweite Reihe. Hier hängen ja auch seine Figuren ein bisschen durch. Das ist super, super schwierig zu spielen für ihn. Aber was mache ich, wenn er nicht mit dem Springer schlägt, sondern mit dem Läufer schlägt? Das war mein Hauptproblem während der Partie. Und dachte ich mir, okay, jetzt kann ich zwar mit dem Springer da rein, aber was habe ich davon? Ja, der wird angegriffen, der Springer selber droht nicht so zwingend viel. Ich könnte nach C5, ja, an der Verteidigung helfen. Aber ja, hier habe ich nichts so richtig Konkretes gefunden und konnte es auch nicht einschätzen, dass ich da irgendwie was Klares von habe. Und deswegen habe ich hier quasi 10 Minuten reingeguckt und mich dann für D3 entschieden. Dachte mir, das ist von der Praxis her zumindest in Anführungsstrichen sicherer. Ja, der Springer kann ja immer noch nach F4. Der D3 ist jetzt auch gedeckt, kein Problem. Mein Gegner zog Springer D4. Das machte Sinn, denn da wollte er ja quasi die ganze Partie über schon hin. Hier diese Fesselung aufbauen und so. Jetzt sehen wir, Weiß ist dreimal auf den C6 drauf, aber ich bin eben auch dreimal drauf. Es droht nichts. Ich kann also Läufer C5 spielen, diesen Läufer angreifen und der andere Springer kommt nach F3. Und das sieht doch alles sehr, sehr natürlich aus, in Anführungsstrichen, hier. Ne? Dachte ich mir, jetzt, ich muss ja nicht sofort schlagen, ist ja keine zwingende Notwendigkeit. Der Läufer auf C5 wirkt ja auch mal Richtung F2. Ja, in Verbindung mit dem Turm und so weiter. Und jetzt war ich so irgendwie so auf 5 Minuten, sag ich mal. So in etwa. Ja, ich habe die 30 Sekunden habe ich ja noch. Aber so in etwa auf 5 Minuten runter, während mein Gegner noch bei 10 ungefähr war. Okay.
Ich habe hier Springer F4 gespielt und war eigentlich auch grundsätzlich gar nicht unzufrieden mit dem Zug. Aber, und das ist das Problem, naja, Problem ist übertrieben, aber wir schauen uns mal kurz die Engine-Bewertung an. Ups, Schwarz steht besser. Aber warum? Ja, und dazu müssten wir dann vielleicht mal hier die Engine, die Varianten einschalten. Und dann sehen wir, Turm schlägt F3, möchte er hier spielen. Ja, den hatte ich in der Partie in dem Moment überhaupt nicht auf dem Schirm. Warum soll ich hier Turm F3 spielen? Der kann doch jetzt hier mit dem Springer zurückschlagen. Dann ist diese Königstellung sicher. Und aber, also die Idee ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen langfristig, gebe ich zu. Erstmal, mein König ist relativ safe. Hier droht nichts. Der Springer kommt jetzt auch nicht mehr ran, weil der Läufer ja da dran steht, ja, und Dame und Springer und alles. So, und jetzt möchte ich die Dame nach F7 überführen und dann auf die weißen Felder spielen. Das war mir quasi überhaupt gar nicht so richtig bewusst. Dame F7 hat eine Drohung, nämlich gegen den F2. Dass jetzt, wenn jetzt irgendwie ein Zug kommt, dass ich Springer H4 mal drohen könnte, mit der Entfernung dieses Verteidigers, ja, und dann hier auf F2 schlagen, mit zurückschlagen und vielleicht sind da schon ein paar Ideen drin, ja, dann die lange Diagonale ist ja auch auf und ich gehe mal so nur die Engine-Line an, nach Läufer C3 zum Beispiel, Springer F4, B4 und dann Springer schlägt G2, ich denke, oh, was ist denn hier los? Mein Läufer hängt, dafür hängt der Springer. Ja, und das sind natürlich Engine-Lines und die haben auch kein Problem damit, sowas innerhalb von Bruchteilen von Sekunden irgendwie zu berechnen und einzuschätzen. Ja, und ich als Mensch muss hier aber um Kopf und Kragen, ich, ja, klar, hier hängt, der hängt auch und so weiter. Engine dachte, das ist gut für Schwarz, aber habe ich alles nicht im Ansatz gesehen, ja, dieses Qualitätsopfer. Ich habe mir gedacht, ich hole den Springer ran, den wollte ich sowieso ranholen. Jetzt kam B4, was ein Tempo auf den Läufer gewinnt. Ich bin hier quasi zum Schlagen gezwungen. So, und jetzt ist hier so ein gewisser Druck auf C6, dass ich hier mit der Dame nicht ganz weg kann in dem Sinne. Aber diese Stellung hatte ich vorausgesehen und ich hatte mich hier so ein bisschen auf einen Zug verlassen. Aus schwarzer Sicht. Und zwar, naja, ich komme jetzt hier erstmal nicht so richtig weiter. Ich kann mich nicht entfesseln, weil der C6 jetzt hängt. Ja, alles nicht ganz so einfach. Ich kann hier auch nicht Dame C8 zum Beispiel spielen, um den hier gedeckt zu halten, weil nach dem Schlagen, jetzt würde der Turm hier abgelenkt werden. Ja, dann würde der von A7 abgelenkt werden. Das wäre nicht so schön. Aber, ja, Freunde, ich habe einen schönen Hammer ausgepackt. Schaut mal, ob ihr den seht. Und zwar habe ich hier Springer schlecht G2 gespielt. Und das war auch laut Engine quasi der einzig Spielbare sozusagen. Aber auf den hatte ich mich in der Tat auch so ein bisschen verlassen. Warum? Ich hatte ja immer noch wieder meinen Läufer hier im Auge, ne? Klar, keine Frage. Wenn er jetzt sofort schlägt, das geht natürlich quasi gar nicht. Dann schlage ich hier mit Abzugsschach. Ja? Und dann kommt der Springer hier rein und das ist der weiße König offener als meiner, ja? Keine Frage. Kann hier natürlich auch im Zweifelsfall mal zwischenschlagen und so weiter. Das geht natürlich überhaupt nicht. Aber er kann ja hier auf C6 schlagen. Und das hat er auch gemacht, relativ schnell. Ich schlage hier zurück. Er schlägt. Und ja, jetzt kann ich nicht mit der Dame schlagen, weil dann nach dem Damentausch der G2 hier wirklich hängen würde. Also muss ich mit dem Turm schlagen. Und jetzt hat er auf G2 geschlagen, weil mein Läufer ja hier nicht mehr wirkt. Und jetzt könnte man sagen, Moment, jetzt der Turm kann ja auf C4 schlagen, geht aber auch nicht wegen der Fesselung. Ja, was ist los? Habe ich was übersehen? Nein, ich habe tatsächlich wieder den stärksten Computerzug gemacht mit Dame B7. Ich will unbedingt auf diese Diagonale. Ich muss den A7 gedeckt halten, den C6 gedeckt halten. Und ja, jetzt droht ein Abzugsschach. Also geht der König mal vorsorglich weg und ich schlage auf C4. Und das war die Stellung, die ich mal beim Springer schlecht G2 vor Augen hatte. Ich habe zwei Bauern für die Figur. Der weiße König ist aber auch sehr offen. Ja? Ich drohe Turm G4 instant mit Mattangriff. Und ich selber, mein König ist relativ safe, also relativ natürlich. Ne?
Und ich hatte hier so mit F3 gerechnet und das war auch eine der besseren Züge. Dann hätte ich jetzt hier vielleicht mal mit Turm C2, ja, und dann sehen wir, dass ich die 2-3 habe, der König hier natürlich jetzt hier massiv offen ist. Ich drohe mit der Dame vielleicht mal hier rein oder mit dem Turm oder wie auch immer. Hier gibt es sehr, sehr viele lustige, spannende Varianten und alles hängt am seidenen Faden. Insgesamt sagt die Engine 0-0, ja, aber das ist natürlich nur Engine und keine Computerbewertung, keine menschliche Bewertung. Ja. Mein Gegner zog dann Dame D1. Okay, deckt hier G4 ab, sodass ich hier nicht rüberkomme. Und jetzt können wir uns mal eben kurz gucken. Mein Gefühl sagte mir, oh, das ist gar nicht so schlecht, der Zug. Die Engine sagte aber, Moment. Muss ich es eben wieder einschalten, sonst nützt das nichts. Ups. Minus 3. Ah, hier muss irgendwas gehen. Das Gefühl hatte ich zwar in der Partie, aber ich habe einfach nichts gefunden. Ja? Ich habe nichts gesehen, was zum Laufen kommt. Und denkt auch immer dran, ja, habt ein bisschen Rücksicht mit mir. Ich hatte noch etwa 1,5 bis 2 Minuten auf der Uhr. So Standardzüge wären natürlich jetzt so Turm F3, um die Dame hier zu unterbinden. Den hatte ich gesehen, aber ich dachte mir, auf Turm E3, guter Verteidigungszug, Turm Schach, jetzt kann der König hier weglaufen, potenziell. Ich würde natürlich gerne hier schlagen, ja, wenn der jetzt hier schlägt, kommt meine Dame hier ran. Und setzt gleich matt. Aber er kann eben hier auf G4 schlagen und kann jetzt auf Dame H1 mit der Dame dazwischen ziehen. So, und das war also alles, was ich gesehen hatte in dem Sinne. Und deswegen habe ich Turm F3 nicht ans Laufen gebracht. Turm F3 ist aber tatsächlich, ich zeige es euch mal eben ganz kurz, tatsächlich hier der beste Zug, auch laut Engine. Ich mache die Variante mal wieder sichtbar. Ups. Turm F3. Turm E3 ist auch so wie angedacht, aber ich muss gar nicht dieses Schach geben. Dann würde er ja hängen. Ich kann jetzt hier erst auf E3 schlagen. Und jetzt sehen wir, jetzt kann ich die zweite Reihe besetzen. Und jetzt droht hier mit der Dame hier. Und vor allem, er hat ja nur eine einzige Chance oder quasi nur zwei Chancen, das Feld G2 abzuwehren mit der Dame. Eines dieser beiden Möglichkeiten. In jedem Fall aber hängt der B2 hinterher. Das heißt, ich bekomme meine Figur zurück. Sein König steht sperrangelweit offen. Ich habe hier noch einen D-Bauern frei. Ah, wenn ich das mal gesehen hätte, ja, dann hätte ich vielleicht Gewinnchancen gehabt. Ja, aber was man nicht sieht, kann man nicht spielen. Und dann dachte ich mir, oh, ich muss jetzt auch irgendwie gucken, dass ich diesen Bauern rette. Weil wenn dieser Bauer weg ist, sind hier die Fluchtfelder für seinen König vielleicht mal vorhanden. Also habe ich Dame D5 gespielt, was diesen hier deckt. Kein guter Zug. Laut Engine hätte Turm F3 gewonnen. Aus menschlicher Praxissicht sicherlich ein nachvollziehbarer Zug. Und mein Gegner spielte Turm A3. Möchte hier wieder den Bauern angreifen, natürlich. Ne? Und trotzdem, Turm A3 war ein furchtbarer Zug. Ihr seht es hier. Ja? Ah, und wieder hätte Turm F3. Den hatte ich jetzt hier an der Stelle überhaupt gar nicht berücksichtigt, weil ich, wie gesagt, mit einer Minute, warum auch immer, ich habe gedacht, der D3 würde einfach fallen. Natürlich Quatsch ist, ne? Weil der Turm den ja deckt. Aber manchmal, ja, wenn es so ist, ne, wenn man es in dem Augenblick nicht sieht, was willst du machen? Und dann habe ich mir überlegt, also mein Gegner sagte, er hätte mit Turm A3 Remis angeboten. Was ich aber gar nicht gehört habe, weil ich total fokussiert war. Was ich ihm aber glaube, ne? Klar, warum soll er lügen? Ich habe mich dann für den Zug Turm C2 entschieden, weil ich gesehen habe, dass auf Turm schlägt D3 jetzt der Zug Turm F nach F2 geht. Jetzt habe ich hier zwei Türme auf der zweiten Reihe und nach damit Turm D5 habe ich hier eben entsprechend das Dauerschach. Ja? Und dann habe ich hier Remis angeboten und hat mein Gegner auch angenommen. Wow, was für eine wilde Partie, ja? Eine völlig missratene Eröffnung. Dann habe ich mich gut rausgekämpft und dann hatte ich die Chance zu gewinnen und habe es ausgelassen. Ja, ich bin aber auch, das ist ja, die Zeitnot, die fehlende Praxis.
ist einfach eine Komponente, die einfach auch wichtig ist. Ja? Und ich hoffe, es wird wieder besser im Laufe der nächsten Wochen, wenn ich mal wieder die ein oder andere Partie spiele. In 4 Wochen ist der nächste Mannschaftskampf. Ja, Freunde, das war spannend. Regionalliga, OWL. Ne? Schöne Partie. Insgesamt bin ich zufrieden. Und genau. Dafür, dass die Öffnung quasi so schief gelaufen ist, war alles in Ordnung. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.